Jo Leute, was geht ab und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Cold. Wir sind in der Tonga und ja, letztens haben wir ja schon ein bisschen reingeschnuppert, aber heute machen wir das Maximum. Abonniert den Channel gern kostenlos und schaut auch gern auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir starten los. Jetzt in den Lastwagen einsteigen und den in die Gräben werfen. Der Laster ist bereit, wir sind direkt hinter euch. Viel Glück, so, okay. Achso, der hat kein... Oh, der wir starten die Motor gar nicht. So, wann müssen wir rausspringen? Irgendwie zu spät ausgespielt, oder? Oh mein Gott! Okay, und los geht's, würde ich mal sagen. Ich glaube, da sterben so viele, oder? Das ist so ein dummer Plan. Wissen natürlich, wie man läuft hier. Aber gerade diese Normandie-Bedingungen, ich mag die gar nicht. Da ist schon einer gestorben. Ich hab's euch gesagt, da sterben Leute. Ja, das hat keiner geglaubt, glaube ich, dass wir das hier schaffen. Okay, ich muss da rüber. Sind das ihre Schützengräben? Ja, yeah, lauf! Come on, Leute, come on! Okay, man muss also wirklich laufen. Wenn er sagt laufen, meint er auch laufen. Ja, das habe ich nicht geglaubt, ich habe das nicht zu schnell kommen sehen. Los, Leute! Oh! Durchbricht die Barriere, okay. Den schnellsten Weg. Ach, die sterben alle, Alter, die sterben alle. Ich laufe hinter den anderen Jungs. Wir müssen uns um das MG ja, kümmern. Ich gehe schon. Ich gehe schon direkt zum MG. Der Idiot rennt da rein. Oh mein Gott. Okay. Sein Blick war verklickend, ja. Mach die Tür auf, Jungs. Okay, ich muss alles koordinieren. In die untere Kasematte. Ich nehme die oberen. Denk ans Leuchtsignal. Gehen wir. Verstanden, Sarge. Jetzt kommt zur Wand, Jungs. Mitnehmen, natürlich. Geh nach. Tommy! Zieht ihn weg. Wir brauchen die Tür frei. In Ordnung. Halber Trupp. Mit Kampf. Das Handfeldfahrzeug reißt uns mit Stücke. Brauchen Sperrfeuer. Sofort. Warte, was ist es? Oh mein Gott. Okay. Gut, ist klar, ich meine, da steht nämlich auf mir. So, jetzt habe ich den Idioten endlich. Da links, noch ein Halbkettenfahrzeug. So, weiter geht's, Leute. Auf das Halbkettenfahrzeug aufpassen. Los! Unterdrücken! Achso, das ist unterdrücken, man muss den Idioten einfach nur drücken. Okay. Hey, wo? Sie kriegen Verstärkung! Weiterfeuern! Haltet die Linie! Ich hab so einen Schiss von diesen MGs, wirklich. Feuer bündeln! Nutzt die Halbkettenfahrzeuge! Benutze ihre eigenen Fahrzeuge, das ist so asi. Oh, jetzt bin ich erschreckt. Hinterm Halbkettenfahrzeug bleiben! Gib den MGs kein Ziel! Los! Beweg das Ding! Nah dranbleiben! Nutzt die Deckung! Wir sind fast da! Warte, kommt! Das MG ist so stark. Auswärmen! Umzingelt das MG! Weiter vorrücken! Oh! Bajonett! Eine Bajonettwaffe! Och, ich hätte eine Sniper gehabt. Ich bin ein Tor.
Bottle. Bayonet, oh mein Gott! Warum lädt es so nach? Oh. Diese Szene sind zu schnell. Oben drüber! Los geht's! Habt ihr das gesehen? Ich habe ihm den Kopfschuss gegeben, das war, er war rot. Komplett voll. Er hat den Schuss hier beim Auge und war nicht tot. Schießscharte! Bleib zurück! Direkt gestorben. Zu schlecht. Oben drüber! Los geht's! Habe ich die Bayonettwaffe noch? Ja. Ja, sag ich ja, man kann mit dem schlitzen. Schießscharte! Bleib zurück! Räuchert sie aus! Werfe weißen Phosphor! Boah, perfekt! Nur so eine kleine Öffnung, das ist so assi. Mach die Tür auf. Achtet auf die Tür! Grautfresser! Verbrannte Grautfresser, bitte. Evans, geh voraus! Wird gemacht, Sarge! Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung, du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Verdammt stinkt das hier. Sarge! Verdammt stinkt das hier. Ja? Verdammt! Weiter voraus! Ich geh, ja, darf ich mal auch mal? Komm schon, Junge. Alter. Sieh dir dieses Monster an. Ist das Luftabwehr? Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Helfen wir natürlich gern. Alter, das ist schon wieder so genial. Ich hoffe, wir schaffen die Mission heute mal. Aber wir sind gut dran. Ich bin ja zweimal gestorben. Kaum was sehen. Ganz langsam. Was war das? Achtung! Ich bin direkt gestorben, Mann. Was denn? Du wurdest von einem Feind mit einem Bajonett erstochen. Okay. Dann hat man vorher gar nicht gehört, den Idioten hier. Nächste Tür. Kann man machen. Jetzt schaffe ich es allein. Ja. Betten. Jetzt wissen alle Krautfresser, dass wir hier sind. Oh mein Gott! So. Ah, gammelig! Wieder von hinten irgendwie verstecken. Das ist so typisch, wie immer für. Treppe hier. Ja, dann geh mal vor. Achso, ich hab die Taschenlampe. Ja, ich hab's kapiert. Granate! Runter! Alter, verfickte Scheiße. Die probieren sie wirklich mit jedem Trick hier. Irgendwer hat diese Scheißgranate doch auch gerade geschossen. Nächste Tür, oder? Ich glaube. Offenbar hat Webb sein. Ja, ich glaube, der. Die Luftabwehr ist weg. Die eine. Oh mein Gott! Scheiße! Entdeckung! Rauch ist drauf! Räumt sie aus dem Weg! Rauch im Ofen! Los! Nächster! Kasematte gesichert! Wie sprengen wir das Ding? Wir haben keinen Termit mehr! Was haben wir da jetzt rein? Oh! Nach oben, bevor das Ding in die Luft fliegt! Hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Beschuss steht bevor! Los! Raus! Das Leuchtsignal abfeuern! Hoffentlich habe ich die mitgenommen. Wo hätte ich die. Fuck. Wow. Sergeant, das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los!
Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Wo ist Worf? Da! Die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Nein! Ich hol Worfs Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Diese hirnlosen Idioten! Wir müssen hier weg! Die erschießen die eigenen... Ach Mann! Wie dumm kann man denn sein? Wir werden von den eigenen Leuten erschossen. Passt. Fuck, Mann! So. Kann mal jemand da gern... Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn hier schon wieder los? Warum gehe ich so langsam? Ruhe, nein, okay. Also auch tot. Das ist nicht geschafft. Wo hast du gesteckt? Nichts Besseres zu tun? Ich hab nur auf einen zurückgegeben. Was? Ja, Mann. Hier kommt's nun. Die erlösende Rettung, hoffentlich. Verloren, aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art. Durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen. Jetzt ist der Prolog mal durch. Das Leuchtsignal gab mir recht. Wie riesig allein die erste Mission ist. Es, ein Anführer zu sein. Bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht jetzt endlich. Wir haben jetzt endlich den Flashback. Nicht gedacht, dass ach du heilige Scheiße. Verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auch Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich Friesinger hatte Novak getötet. Und wir bekamen eine Freifahrt in die Höhle des Löwen. Berlin 1945. Einer deutschen Armee, seit die Alliierten die Strände Europas erstürmt haben. Der Führer verlangt von den Deutschen, dass... Sicherheitszentrale des Reichs, April 1945, 5 Uhr früh. Ich habe den Bericht gelesen. Oder Abend? Das ist eher Abend, oder? Noch früh. Das Alliierten-Team ist faszinierend. Sie wurden geschnappt. Aber es war knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit keinem darüber und berichten ausschließlich mir. Hallo. Alter, oh mein Gott! Ist das ein Codewort? Vorwärts! Oh, Donau, dieser Knast ist unser Schlachtfeld. Wollen Sie sich so langsam? Was glaubt ihr, wer die sind? Kommt schon, wir müssen irgendwas machen. Gestank. Chlordioxid. Das kann böse ausgehen. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! Sie lud Mila? Ich glaub schon. Noch nie. Hat noch jemand mal? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Zisch ab, ja. Außer du bist der Zimmerservice. Und ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von 3 Wachen, bewaffnet. Alles Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant. Dienstnummer 25232642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen.
Der Untergang der großen Rasse. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen deiner Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Rechts vom Jugulum, unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten. Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein. Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glatt gebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Alter, diese, schwierige Teil die, war nicht die sind aber dieses Jahr richtig, richtig schlimm, muss man sagen. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Das kann ich mir gut vorstellen. Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Nein. Ich habe ihre Akten. Kümmern Sie sich um sie und die anderen Entbehrlichen. Alter, das Bild dahin. Ihr übertreibt maßlos, wirklich. Es ist wirklich das Call of Duty, wo richtig übertrieben wurde. Gerade so auch mit diesen ganzen, das sind teilweise echte, auch diese Kreuze und so, das ist alles echt Lothar übernommen Kingsley worden. Auch die Bilder von... Alter, das sieht fast aus wie echt Propaganda. Hier. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl, um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Gibt es weitere Teams wie dieses? Wie erfuhren Sie von Hamburg? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Diese Dinge muss ich wissen. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie, Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Ah ja, ich glaube, der wird nicht mehr lang leben, wenn er nicht liefert. Wir haben euren das kann ich mir gut vorstellen, Leute. Was haben Sie in der Tat? Ich sehe 10 Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich. Hör zu. Sie wissen von Wade. Aber Sie haben ihn noch nicht. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben. Aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Ich bin sehr gespannt. Aber wir müssen aufhören, Leute. Das sind schon wieder... Bringt mir die Frau. Sie geht nirgendwo hin, Mann. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich weiß nicht. Uznaj, bis josh to mozhes. Spiel mit ihm, find alles heraus. Jetzt, ah, okay, jetzt sind wir die Geschichte von ihr.
Stalingrad 1942. Das ist... Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landeten. Aber zu sagen, sie seien nur starke Alter. Persönlichkeiten... Nein, jetzt geht ihre Geschichte auch noch weiter. Untertreibung. Insbesondere, was Petrova anging. Papascha, wo ist meine... Ist ihr Vater? Schon wieder? Papa. Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Und sonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Pastor. Brenne nicht so aufs Kämpfen. Ruhm ist völlig wertlos, wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Diego Napomini. Der Vater ist ziemlich cool. Sei nett. Ich bin immer nett. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Ich würde gern... Misha. Was hast du da der drin? Der Vater sieht echt verdammt echt aus. Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Wow, ich schau das klug, Sprengstoff an Zivilisten. Ich fühle mich, wie wenn ich hier 1942 in einem normalen russischen Haus wäre. Passt, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Mal weitergeht. Wir werden also die Geschichte von ihr jetzt machen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich extrem drauf und abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.